Hello and welcome everybody. Herzlich willkommen an euch alle. We are really delighted to have so many people here tonight. We have more than 66 people actually. And yes, before we start, sorry for the whole mess I had started by starting an event, closing the event, doing another event. Anyway, here we are all together with Ivan, and we will be doing this video, this interview tonight in English, but we will add German translation for all the German speaking guests that are here tonight. Also nochmal kurz auf Deutsch. Herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind 66 Leute, das ist total klasse. Und es tut 70, wenn man mehr. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid, denn mir ist natürlich bei der Erstellung der Veranstaltung so ein Fehler passiert mit Cancel, neu aufstellen und so weiter. Aber egal, ihr seid alle da. Wir machen dieses Interview heute Abend in Englisch und übersetzen dann immer so absatzweise in Deutsch für alle die, deren Englisch vielleicht nicht so gut ist. So, jetzt darf ich an meine Frau Elke übergeben. Mein Name ist übrigens Hans Martin. Wir beide betreiben Inka World und heute Abend freuen wir uns, dass Ivan da ist. Hast du gesagt, dass wir aufnehmen? Diese ja, Session wird auf aufgenommen. Englisch habe ich es gesagt. Ah ja, Deutsch. Genau. Also wir haben das wird aufgezeichnet und dann später auch hochgeladen. Genau. Gut. Okay. Yeah, perfect. So then let's get started, Ivan. Thank you for being here with us today. We are really happy to have this session and have the technology to do all this and the time. And since we know you for a long time and many of the participants might have got to know you already, but anyhow, there are some people who might not know you so well. Could you please introduce yourself a little bit to us? Elke sagte, nochmal herzlich willkommen an Ivan. Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange, aber es gibt hier einige Leute, die Ivan vermutlich noch nicht kennen und deswegen hat Elke ihn nochmal gebeten, sich jetzt vorzustellen. Well, first, thank you for creating this wonderful opportunity and welcome everybody. Thanks for joining us and share our time together. Well, my name is Ivan Núñez del Prado, and I was born in Cusco, Peru, 48 years ago. Ah, okay. ja, also er sagt nochmal vielen, vielen Dank an euch beiden für die Gelegenheit, dass ich hier heute Abend sprechen kann. Danke auch für die Zeit. Mein Name ist Ivan Núñez del Prado. Ich bin in Cusco geboren und zwar vor 48 Jahren. And I have for the last 41 years been a Paco. A Paco is a practitioner of the Andean tradition, somebody who has certain kind of knowledge and do certain kind of practices that in this case belong to the Inca religion and tradition. Mein Name ist Ivan, hat er ja schon gesagt. Also, ich bin seit 41 Jahren ein Paco, sagt er. Ein Paco ist sowas wie jemand, der diese Inka-Tradition praktiziert und der über ein Wissen in dieser Tradition verfügt, also der über einfach ganz gewisse Fähigkeiten und über ein Wissen verfügt. When I started, I first requested my initiation. I was 7 years old and I took my first initiation in Coyoriti, which is a sanctuary up in the mountain in the Andes, known by many people. And that's how, in my experience, starts the practices and the knowledge of the Paco. Ivan sagt, als ich anfing und meine erste Initiierung erhalten hatte, war ich 7 Jahre alt. Und diese erste Initiierung habe ich in Coyoriti erhalten, einen Ort in den Hochanden, den viele von euch vermutlich kennen und vielleicht auch schon mal dort waren. After this first initiation and mainly taught by my father, Juan Núñez del Prado, I received several grades in the Inca tradition. And I accomplished my training in 1991.
Er sagt, nachdem ich also meine erste Initiierung erhalten hatte, auch von meinem Vater, Juan Núñez del Prado, habe ich danach noch verschiedene andere Initiierungen, verschiedene andere Dinge erhalten. Und 1991 habe ich also mein Training abgeschlossen. What I received was a training and the degree of Curajacuye, or Alto Misayuk, which is in our tradition the fourth level of initiation. And since then, I started to teach this tradition and share it with people, first in my country, and then after 1995, we together with my father, we started to teach abroad, travel in different places and teaching different groups of people. Ivan sagt, das Training, was ich bekommen habe, ist das Training eines Curaj Acuig, also eines Ältesten oder eines Alto Misayoks. Ein Alto Misayok kann man am besten übersetzen mit Hohepriester. Es gibt heute verschiedene Ebenen, verschiedene Levels. Ich habe die Initiierung in die vierte Ebene erhalten. Und seitdem teile ich dieses Wissen. Zuerst in Peru und dann seit 1995 auch im Ausland in anderen Ländern. So for the last 27 years, I have been an elder in the Kausai Puri tradition. That is how the tradition calls itself. The Indian tradition calls itself Kausai Puri, which means to walk through a living energy world, to be somebody who consciously walks through a living energy world. Ivan sagt, seit 27 Jahren bin ich also sowas wie ein Ältester in diesem, was die Tradition Kausai Puri nennt. Kausai ist die lebendige Energie, Puri heißt gehen. Das heißt, einer der vielen Namen dieser Tradition ist die Tradition, die dich lehrt, durchs Leben zu gehen oder gut durchs Leben zu gehen. And Kausai Puri has as a main values four important ones. The first one is Aini, is reciprocity. Es gibt vier Werte in dieser Tradition, vier Werte in diesem Kausai Puri. Der erste Wert nennt sich Aini. And then we have Munai, love and will together, Yankai, action or work, and Yachai, intellectual knowledge. Es gibt da noch drei weitere, nämlich Munai. Munai heißt sowas wie Liebe und Gefühle. Liebe, die unter deinem Willen ist, oder Liebe und Wille zusammen. Dann haben wir Yankai. Yankai heißt in Aktion treten, arbeiten, tun. Und Yachai heißt Wissen und Weisheit. Also das, was wir uns aneignen. Not so in the tradition, in the Kausai Puri, to learn to walk consciously to the world of the energies, you are going to use these four main values as your main tools of learning and then practicing and making yourself and building yourself into a better person. In der Tradition, wenn du also lernst, durch diese lebendige Energie zu laufen, dann nutzt du diese vier Werte und machst sie dir zu eigen, um einfach ein besserer Mensch zu werden und auch ein besseres Leben zu erhalten. I was, as I told you, born in Cusco, Peru. I live almost all my life there. Only some years ago, after I got married and built my own family, I moved to live in Lima. And today I'm talking to you from my home in Lima, where my wife Cecilia and Matias, my son, my 10-year-old son, are with me. Confined by the time, but that's how life is. Na, Ivan sagt, ich bin in Cusco geboren. Ich habe fast mein ganzes Leben in Cusco gelebt. Ich bin recht spät nach Lima gezogen. Dort ist meine Familie, meine Frau Cecilia, mein Sohn Matthias. Und ich spreche jetzt gerade zu euch aus Lima, aus meinem Zuhause. Naja, wir können jetzt nicht raus, wir sind so ein bisschen eingesperrt, aber egal. Wir können miteinander reden. We are used to
travel abroad and meet groups and work and travel with groups in Peru. That's our way of living. But now we can do the best with what we have. So there is Zoom and here we are, right? Ja, Sie sind einfach schon immer gewohnt gewesen, sein Vater und er, zu reisen, zu arbeiten, Leute zu treffen. Geht es vielleicht nicht gut, aber egal. Das, so ist die Situation und jetzt machen Sie einfach das Beste daraus. Yes, I'm here for you now. Yeah, perfect. Thank you, Ivan, for the nice introduction. Ivan, what is the topic of today? I understand it's about three different environments. Do you, especially in these days where we have a difficult situation of all different kinds, everyone has their own difficulties these days. So can you let us know a little bit of how the tradition sees the things and what you have in mind? Ivan schloss also seine kleine Einführung damit ab, dass er sagte, so, egal wie es ist, jetzt bin ich für euch da. Habe ich dich abgewürgt? Nein, hast du nicht. Er hat ja was gesagt. Okay. Und dann sagte Elke, super, schön. Jetzt sag mal, worüber wirst du uns denn heute Abend erzählen? So wie ich weiß, es geht um die drei Welten. Es geht darum, wie wir uns hier so bewegen. Aber jetzt mal, worüber möchtest du denn heute Abend sprechen? Well, our tradition and people who have work with us will recognize this, defines three different aspects of life, three different spaces where our life develops, and dedicates three aspects of our practices, three different and complementary parts of our work to develop and learn and live those three aspects. Ivan sagt, schaut, unsere Tradition definiert drei verschiedene Aspekte und Räume und ordnet die verschiedenen Abschnitten oder verschiedenen Räumen auch zu, oder? Mhm. Ja, verschiedene Aspekte unseres Lebens, in denen wir uns bewegen, diese drei verschiedenen Räume, in denen wir uns bewegen und hat dafür auch unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten. So these three spaces, these three environments are our world. And we are continuously changing from one to the other in our regular lives. We spend certain moments inside, some certain moments outside. We move across these levels. Many times we are not fully aware or conscious of what we are doing or where we are. We are just experiencing things of life. Und jemand sagt, und die meiste Zeit über bewegen wir uns immer zwischen diesen Räumen hin und her. Wir erleben ganz viel, wir sind immer da, aber ganz oft sind wir auch nicht so völlig bewusst, was wir tun oder was wir da machen. The first one for us is our inner world. Okay. And this is related with mainly with our spirit. Okay, this is the space of the spirit, our own, or the world, or the spirits, and how we relate with them. Die eine Umgebung, die eine Welt, ist die innere Welt. Die innere Welt sagt, wie beziehen wir, oder welche Beziehung haben wir zu den Spirits, und wie verhalten wir uns zusammen mit ihnen oder ihnen gegenüber? Das ist die innere Welt. The second dimension for us is our social dimension. There's a space where we relate, starting with our family and our close people, the people we keep a warm relationship with. Okay, our, as it's called in the tradition, our IU, our extended family. Nach der inneren Welt oder inneren Umgebung haben wir gibt's noch eine zweite Dimension, eine zweite Welt. Und das ist die soziale Dimension. Das ist so die Ebene unserer Familie, der Menschen, die ganz, ganz nah bei uns sind, zu denen wir eine ganz warme und herzliche Beziehung haben. In der Tradition nennen wir das unser Ailu, unsere Gemeinschaft.
And then the third space for us is the global space, the universe, how we relate with what is called in our tradition the Karuayu, or the distant family. All the people of the world who is not related with us in a warm way, but we are aware of the fact that we are part of one aspect and one level of complexity of the reality. Und dann kommt nochmal die globale Welt dazu, nämlich das, was wir in der Tradition Karuayu nennen, die entfernte Familie, also all die Menschen, von denen wir wissen, dass es sie gibt, aber die nicht zwangsläufig zu unserer engen Familie gehören, zu denen wir nicht unbedingt eine warme oder gar herzliche Beziehung haben. In our tradition, those three aspects are called as the three sides or three parts of the teachings. No, it's going to be the left side for the inner practices and work. Left means, the yoke in Quechua is the left side or the part of the inner world. The chaupi is the middle part of the tradition and is related with our social environment, the close environment. And then the global, the Karuayu, is related with the panya or the right side of the tradition. So, und diese drei Aspekte, sagt Ivan, stehen natürlich auch in Beziehung zu dem, was wir den Pfad nennen oder den Inka-Pfad. Die innere Welt steht in Beziehung zu dem, was wir die linke Seite des Pfades nennen oder Yoke. Yoke ist Quechua, heißt links. Dann haben wir die sozialen Beziehungen, die soziale Dimension. Das ist in Quechua Chaupi, die mittlere Seite, die Mitte des Pfades. Und die globale Welt, die große Welt, ist die rechte Seite. Das ist das, was wir als das Panya rechts bezeichnen. And then once we define this, of course, the central idea of this conversation is how should you behave in these three different spaces? And how are you going to approach every one of these parts of your life because you live in the different spaces? And how is the best way, how can you do the best out of it? Und die Frage ist natürlich, wie können wir uns in diesen drei Welten, in diesen drei Umgebungen verhalten? Denn wir haben ja alle drei Welten. Wir sind Teil in allen drei Welten. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir es uns in diesen drei Welten jederzeit gut gehen lassen können. When we are talking about our inner space, the part, the space of our spirit. Of course, the tools we use in that space are our spirituality, our spiritual practices, like meditation, energy work, prayer, contemplation. That is the way we relate with our inner world. And in this space, we can have what is called the spiritual experiences or revelations, things that can really empower us, being out of the normal experiences, but can give us some insights that then are going to be important in our life. Ivan sagt, so, wenn wir jetzt uns anschauen, welche drei Welten wir haben und wie wir uns in all diesen Welten zurechtfinden können, dann sehen wir Folgendes. In unserer inneren Welt gibt in unserer Spiritualität, in dieser spirituellen Welt gibt es auch spirituelle Tools und Werkzeuge, die uns helfen, in dieser Welt uns besser zurechtzufinden, damit einfach einen Weg für uns zu finden. Diese spirituellen Werkzeuge können sein Meditation, können sein Gebet, können Energiearbeit sein, und diese Werkzeuge ermöglichen uns aber auch, spirituelle Erfahrungen zu machen. Das heißt, sie können uns Kraft geben, sie können uns aufladen und sie geben uns Einblicke, die wir ohne sie so vermutlich nie haben würden. And even when in this space we realize no actions
or very little and simple actions. This is where we search the force that later is going to help us to do things. In this space, we may think that people, somebody is doing nothing while he's meditating in silence, while he's praying, just saying very softly some words, or by praying mantras. No? This no action or very, very little action goes with the search, the inner search, where we are looking for founding inside ourselves and in our tradition, what are the most important things for us? Oh, und jetzt ist es folgendermaßen: In dieser inneren Umgebung scheint es für Außenstehende, dass jemand gar nichts tut. Wir können nicht sehen, wenn jemand meditiert. Wir können nicht sehen, wenn er die Werkzeuge der Inka-Tradition anwendet. Wir können auch nicht sehen, wenn er betet und sanfte Worte verwendet. Aber es geht mit diesen Werkzeugen darum, eine innere Suche anzustoßen. Wir suchen nach sowas wie der großen Kraft, nach dem Sinn des Lebens. That is when we go deep inside ourselves, we go deep inside of our tradition to search for the values that are going to really rule our action later when we go outside. That's when we found the most important powers of ourselves that need to be coherent and complementary of our own self. Okay, our spirituality needs to be like we are. We look for this kind of spiritual practices, because some things that need to fulfill our spirit, but then they're going to give us tools to come out. Und in dieser inneren Welt und mit diesen Werkzeugen können wir ganz, ganz tief nach innen gehen. Wir suchen in jeder Tradition und wir suchen mit Hilfe dieser Werkzeuge nach Werten, die wir brauchen. Wir brauchen Werte, weil sie uns eine ganz große Kraft geben, weil sie uns Halt geben. Und unsere Spiritualität, sagt Ivan, muss am Ende so sein, wie wir auch sind. Wir suchen etwas Korrespondierendes zu dem, was in uns schon drinsteckt. If you are a Paco, a practitioner of our tradition, is when you are going to be making your Samin Chakui and Saiwa Chakui, you are going to be cleaning yourself and empowering yourself, and in that process you are going to find out which are those powers that you will later need. If you meditate or you pray or you contemplate, this is going to give you that powers to use later. Wenn wir als Paco zum Beispiel, und Paco heißt ein Praktizierender in dieser Tradition, wenn wir als Paco zum Beispiel typische Übungen machen wie Samin Chakri, wie Saiwa Chakri, dann reinigen wir uns, dann kräftigen wir uns und wir finden diese Werte der Tradition ganz, ganz tief in uns. Du kannst das genauso auch machen mit Meditation, sagt Ivan. Then you are going to find your inner peace, your faith, your trust, your confidence. What are going to be your tools to come outside? Und dann findest du deinen inneren Frieden. Du findest Vertrauen. Es sind die Werkzeuge, die dir helfen, das später nach außen zu bringen. Do you have any comments or questions, Elke, for that? Would you like to clarify something? Habt ihr Fragen dazu? If you have questions, we suggest that you might just type a number one in the chat. So then we can just tell your name and then you might open your microphone and speak. That, I think that's the easiest way. Yeah. Wenn ihr was fragen wollt, schreibt einfach die Nummer 1 in den Chat hinein. Dann können wir sehen, wer was fragen möchte, können den Namen sagen und dann können wir das Mikrofon öffnen. I refer to if you, Elke, want to say something. Ah, okay. Also, yeah, genau. Yes, Ivan, so when you speak about this inner world and you speak about exercises that are from the Inca tradition, but as well from other traditions, so you're saying it is exchangeable, what the people can do for themselves, right? And maybe
the question was about the values. You're saying, are the values that we are looking for, are they already in ourselves, or are they given by a specific tradition we are following? According to our tradition, you see it, or your inner self already has all the answers. Mm-hmm. But the process of life is about making these answers come out from your spirit to be understandable, to elaborate on them. And of course, in that moment, during this time, a tradition, any tradition you choose, is going to help you to express those inner values, those inner perceptions or feelings, and elaborate this. And then through that, you are going to found and build up your values. Now, first is just a sensation, like almost instinctive sensation that we have in connection and in relationship with our spirit. But with the help of a tradition, you can build and express those feelings or those perceptions. Okay. Mm-hmm. Do you want to translate my question? Because I didn't translate my question. Also meine Frage war, sagte ja, in dieser inneren Welt, gibt es verschiedene Werkzeuge, die uns verschiedene Traditionen, Weisheitslehren bieten. Und ich hatte die Frage, ob diese Traditionen uns auch die Werte geben, weil sagte, wir suchen in dieser Arbeit eigentlich nach unseren eigenen Werten. Die Werte, die für uns wichtig sind, die wir dann später im Außen zeigen wollen, die wir ausdrücken wollen in unserem Leben, wenn wir ins Handeln kommen. Und da war die Frage, ob es halt jetzt die Werte kommen, die von dieser Tradition, oder kommen die von uns alleine? Die Antwort war, die Werte sind schon in uns. Das ist schon in unserem Samen, also in unserem Potenzial. Die Tradition hilft uns, den Ausdruck zu verleihen, sie nach außen zu bringen. Wir können auch ohne eine Tradition diese Dinge früher oder später schon Ausdruck verleihen. Aber eine Tradition hilft uns, das geordneter oder strukturierter zu tun, vielleicht sogar auch schneller ausdrücken zu können. Ich sehe gerade, dass wir irgendwie einen Schattenwurf permanent haben zwischen uns. Gell? Also, okay, Ivan, so are you going to elaborate a bit on how we then can find, or not how we can find the values that you explained already, but when do we know we have them and how can we bring them into our life? How can we make an action on that? Die Frage war jetzt, wenn wir diese Werte gefunden haben, wie können wir die dann ins Außen bringen? In my experience of working with people as a personal coach, with life coach, for example, one of the first thing I always do with people is to ask them to define which are their values, which are the most important things for you, without judgment. Okay, so you may say, the most important thing for me is my family. The second most important thing for me is love, then my work, then the knowledge. Okay, so when you look inside yourselves, you can really start to find out which are for you the most important things. We all are different, so the order of our priorities will be different. But if you look inside yourself, you are going to find out which is this little number of things that for you are vital. In my practice, for example, I challenge my coaches and I ask them, tell me 8 things that are important for you. And let's put them in order. Which is the number one and which is the number 8? Ivan sagt, Werte haben wir schon. Und wenn zum Beispiel als Coach arbeitet, hat eine Ausbildung auch als Coach, dann fragt seine Leute ganz. Also er fordert sie auch heraus und er fragt, was sind deine 8 Dinge, die wirklich wichtig für dich sind? Für den einen ist die Familie, dann sagt jemand vielleicht, es ist die Familie, es ist die Liebe, danach ist meine Arbeit wichtig und Dinge zu wissen oder zu ergründen, mir Wissen anzueignen, ist wichtig. Diese Dinge haben wir schon in uns. Das, was für uns wichtig ist, das, was er als die Werte bezeichnet,
kennen wir. Und wenn wir ein wenig in uns hineinspüren, dann werden wir diese Werte für uns erkennen können. Then, once we found out in ourselves, our inner self tells us which are our values, then we, in our spiritual search, we normally search for a tradition which is compatible with those values. The tradition which is going to help you to cultivate, who's going to teach you how to handle your feelings, how to handle your work, how to handle the knowledge. So we are going to join, okay, and found in the world the tools to cultivate and make all these values strong. Und danach, wenn du die Werte hast, ob du sie jetzt explizit für dich schon definiert hast, oder ob du so ein Gefühl von deinen Werten hast, aber was dann ganz häufig passiert, sagt Ivan, dann gehst du raus in die Welt und dann suchst du dir eine Tradition, die dir helfen kann, diese Werte auszuleben, das nach außen zu bringen. Das heißt, du suchst dir eine Tradition, die dir zeigen kann, wie du zum Beispiel deine Gefühle, mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du dir Wissen aneignen kannst und wie du dein Wissen auch einsetzen kannst. Du suchst dir mehr oder weniger intuitiv eine Tradition, die zu dir passt, weil sie dir deine Werte helfen kann, rauszubringen und dich dabei unterstützt. Sometimes you are going to need to find this help in more than one tradition. Because you found out that some traditions are better doing some things than others, so you maybe can gather more tools and find help in more than one tradition. That's my case. In my tradition, I am not only allowed but encouraged to search out for more. Not only what is told and told in my own tradition, but to look for others, to see if there is more outside. Jemand sagt, und dann willst du vielleicht auch herausfinden, dass eine Tradition gar nicht ausreicht, um all dir zu helfen, all das auszubilden, was in dir steckt, oder dass vielleicht auch eine Tradition alleine gar nicht all deine Fragen beantworten kann. Und das war in seinem Fall der Fall. Er ermutigt daher Menschen, mehr als nur eine Tradition zu erkunden oder auch zu lernen. And just to tell you, for example, in my case, what I have found is the most compatible traditions with my way of being is the Andean and the Buddhist tradition. And so in the Andean tradition, I have found extensive teachings about what Aini is, the sacred reciprocity, and how everything in your life is about giving and receiving, and life is a continuous interchange with the universe, okay? And the Munai, the love and will, okay? That is the what you need to cultivate, what you need to develop, how you need to learn to be in control of your feelings, to express them properly, and to be able to give love to people around. And in the Buddhist tradition, for example, I have found compassion. Compassion is the main tool of the Buddhist tradition, and through that I found that I have probably covered half of my inner values to live. Okay. Er sagt, zum Beispiel in meinem Fall, ich habe herausgefunden, also für mich sind die zwei großen Traditionen, die ich bis heute lebe und praktiziere, die Andine-Tradition, aber auch die buddhistische Tradition. In der Andine-Tradition geht es um die heilige Gegenseitigkeit, um Aini. Es geht um den Austausch mit dem Universum. Und es geht auch um Munai, das heißt um die Kultivierung unserer Liebe und unserer Gefühle zusammen mit unserem Willen. Die Andine-Tradition zeigt dir und lehrt dich, was du tun kannst, um diese Liebe, diese Gefühle und deinen Willen groß zu machen, um soziale Bindungen mit anderen Menschen schön zu machen. Der größte Wert des Buddhismus ist die Mitgefühl. Und er sagt, alleine mit dem Mitgefühl kann er schon mehr als 50% seiner Werte abdecken. Und daher merkt er, da weiß er, er braucht beide Traditionen, damit sie ihm helfen können, seine Werte auszuleben. Once you have found your tools, then you will start to come out.
And then you will come to the social environment, the IU, your family, and your warm space of relationships, what we call your IU. Und dann, wenn du deine Werkzeuge, diese Werkzeuge, die Tradition gefunden hast, dann machst du den ersten Schritt, dann kommst du heraus und dann trittst du heraus auf diesen sozialen Weg. Dann trittst du heraus in dein ILU, in diese Gemeinschaft, deine Familie, zu den Menschen, zu denen du eine warme und herzliche Beziehung hast. And that in that space is when you are going to use what you haven't found before. For example, to practice the what you can call the philosophy of Aini and Munai, the reciprocity and the love and will, how you can put your love under your will and offer it to your people, offer it to your friends, take care of them. Und dann fängst du nämlich an, das, was du gelernt hast, einzusetzen, um zum Beispiel die Philosophie von Munai, was es heißt, Liebe und Gefühle zusammenzubringen, dann nutzt du es, um in diesem ILU, in dieser Gemeinschaft das einzusetzen. Das heißt, der soziale Weg zeigt dir, wie du die Dinge, die du gelernt hast, einsetzen kannst. That's where you are going to use the laws that you found out in your spiritual practice. That's where you put in practice the Ten Commandments. Or the three commandments of Jesus about love, or what is compassion, and how to need to be compassionate with all the beings in the creation and take care of them. Starting, of course, with your family, with your loved ones. Das ist dann der Moment, wo du zum Beispiel anfängst, diese Gesetze, das, was du gelernt hast, in die Tat umzusetzen. Das heißt, das ist der Moment, wo du zum Beispiel die 10 Gebote praktizierst oder die 3 Gebote von Jesus in Bezug auf die Liebe oder wo du zum Beispiel Mitgefühl einsetzt. Und wo fängst du an? Naja, bei deiner Familie, bei den Menschen, die ganz, ganz nah bei dir sind, zu denen du eine warme und herzliche Beziehung hast. And in that way, normally we choose one kind of philosophy, one way of being to build up our family. I can choose to build my family through compassion. I can choose to build my family with love. I can choose to build my family thinking in providence, believing in providence. So that's when you sometimes have to decide which is the philosophy of your home or your life in the warm space. And then you follow it. And then, of course, you're going to have good results because you're going to be consistent, you're going to be clear. You can teach it and share it with your people and then build a nice environment of life in your home, in your life. Und dann kannst du nämlich anfangen, diese Werte auch auszuleben und einzubringen. Zum Beispiel, es gibt eine Tradition, bei der ist der Wert des Sich-Kümmerns ganz, ganz groß. Dann kannst du dieses Sich-Kümmern, dieses Bereitstellen in die Familie einbringen. Oder du kannst das Mitgefühl hineingeben. Oder Liebe und Wille. Das heißt, dann fängst du an, diese Werte, diese Dinge in deine engen Beziehungen, deine Familie einzuführen. Vor allem aber, dann wirst du, ich mag das Wort konsistent nicht so, weil so gleich. Du wirst authentisch. Ja, aber er hat consistent gesagt. Ja. Wie sagt man dazu? Constant, if you want. Okay, du wirst konstant oder konsistent, du tust das verlässlich. Und du wirst klar. Das bedeutet, wie Elke sagte, du wirst am Ende authentisch, weil du das einbringst, was schon in dir drin steckt. Du lebst das aus, was von Anfang an in dir drin steckt. Und damit bist du in der Lage, eine schöne Umgebung zu erschaffen. And this is going to, of course, translate in your daily life, in practices, in ways of living. You are going to go to meditate with your family. You may go to church. You are going to pray together. This is the plane of life in your inner world, to practice certain kind of philosophy that you choose in advance, which have to be compatible with your own values and then make sense for you. And it may start to make sense for your people. So, und
dann fängst du natürlich auch an, es auszuleben. Und du musst einen, was heißt du musst, aber du findest einen Weg, das auszuleben. Und du machst es auf eine mehr oder weniger spielerische Art und Weise. Beispielsweise, du gehst zur Kirche oder du meditierst, du machst es in der Gruppe. Das heißt, du lebst das aus, was in dir steckt. Und die Menschen, die nah an dir sind, werden dir vermutlich früher oder später auch folgen. In our tradition, you know well that Muna is our main tool. Love and will together, learning about your feelings and learning how to be able to put your feelings in your words, in your actions, and even in the food you cook, or in everything you will do in this warm space. If you are able to tune yourself with the Muna, with the love, and make yourself of a loving person, you can be certain that the life in your home, the life in your inner circle will be just right. In unserer Tradition, sagt Ivan, in unserer Inka-Tradition ist Munai, also Liebe und Wille zusammenzubringen, ist der höchste Wert dieser Tradition. Diesen höchsten Wert kannst du in dieses Munai, kannst du in all deine Taten geben, du kannst es in all deine Worte geben, du kannst es in deine Kochkunst hineingeben, du kannst Munai in alles geben, was du tust. Und wenn du das tust, kannst du dir sicher sein, dass all deine Beziehungen, all deine Gemeinschaft ganz, ganz großartig werden wird, weil du diesen großen Wert in alles hineingeben kannst. Okay. Muna is our main value and this is what we are supposed to develop. It's like our main goal in life. Okay. In our tradition is the most important of all the other values and the one to follow. Ivan sagt, und dieses Munai, dieses Liebe und Wille oder seine Gefühle zu kultivieren, willentlich zu kultivieren, ist der höchste Wert. Und das ist das, wonach alle, zumindest in der Inka-Tradition, trachten, das erreichen zu können. Mm-hmm. Ivan, there was one question coming in the chat, was about Munai and compassion. Can you say that it is similar? Die Frage ist, ob Munai und Mitgefühl, ob das sehr nahe aneinander liegt, ob das ähnlich ist. Well, in my experience, they are not the same. They may, at the end, take you to the same kind of results. Okay. But they are not the same. Okay. The Munai, it's a certain kind of power you have to tune yourself and to like spread this and to share things in a certain particular way with others. When compassion is the capacity to put yourself in the place of the other person, as we say, in the shoes of the other person, and try and maybe achieve the capacity to feel what the other people is feeling. If you are able to put yourself in the shoes of the other person and experience and feeling what this person is living, it is different to love. But when you do something from these two perspectives, probably your action will be the same. You are going to be kind and caring. You are going to be taking care of the other people, but in different ways. But outside will look like the same. But they are not the same. That's why different philosophies approach the world in different ways. And you just need to find the one you like the best. Ivan sagt, also meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach sind Munai aus der Inka-Tradition und Mitgefühl aus der buddhistischen Tradition nicht dasselbe. Aber sie können am Ende dazu führen, dass die Taten, dass das Ergebnis das gleiche ist. Munai ist eine gewisse Kraft, die wir erzeugen können. Es ist eine Kraft und eine Energie, die wir erzeugen und sogar mit anderen Menschen teilen können. Mitgefühl ist die Fähigkeit, sich in jemand anderes hineinzuversetzen. Der Versuch zu fühlen, was der andere fühlt. Das, was wir meinen, wenn wir sagen,
lauf mal in meinen Schuhen, versetz dich mal in meine Lage. Das ist das, was Mitgefühl, was das Ziel von Mitgefühl ist. Wenn du also die Kraft hast, deine Liebe und deine Gefühle zu tunen und als Kraft zu entwickeln oder wenn du in der Lage bist, dich in jemandes anderen Schuhe zu stellen, wirst du aber am Ende, werden wahrscheinlich die beiden Dinge dich zu denselben Aktionen führen. Du wirst nett sein, du wirst dann mit jemand, auf jemanden zugehen können, du wirst jemandem helfen können. Sie sind nicht das Gleiche, aber sie führen vielleicht zu gleichen oder ähnlichen Taten. Also Dalai Lama say, your mind is the main tool you have to end sufferings in this world. Wie der Dalai Lama sagte, der Verstand ist das Haupttool, um das Leiden in der Welt zu beenden. And that's what takes us to our next step, the outer world. Okay. Und can I have one question? Yeah, and I can say first. Sorry. Und dieses, der Verstand ist das Hauptwerkzeug, um das Leid in der Welt zu beenden, sagt Ivan. Das wäre eigentlich jetzt der optimale Übergang gewesen in diese dritte Welt, yeah. Aber Elga hat da noch eine Frage oder noch einen Einschub. Yeah. The question is, when we define our own or we find our own values and we find then a tradition that helps us to elaborate on that and to practice it or to bring it out and bring it into our social environment, which is our small family and friends, how do you see when your own family or your wife or husband has, do they have to have the same values or how does that work in this little environment? Schön. Ja, die Frage, die Frage war, wie ist es, wenn man jetzt in der Familie ist und jeder für sich entwickelt oder findet seine eigenen Werte und bringt sie dann in die soziale Gemeinschaft, in die kleine Familie hinein, müssen die übereinstimmen in der Familie? If you are a couple, for example, as a couple, in certain moment, when you start to be together, you build an agreement. So we are going to create our love. Sometimes it's not a conscious thing, but I think it should be. Okay, that together we need to decide how is our world, our home is going to be. If we made an agreement, which is going to be the value that is going to rule our life, that will make life much more easy. Okay. Sometimes you have to make an agreement and sometimes you have to negotiate because, of course, we are unique, we are different, and we will not always be exactly the same. Especially when we fall in love with a person which normally is not like us. Then it's more interesting, it's more exciting. And then you have to make agreements. And define commitments. And then you build together. Ivan sagt, nehmt mal ein Paar als Beispiel. Wenn wir als Paar zusammenkommen, dann wird das Leben einfacher, wenn wir gewisse Übereinkünfte treffen. Wenn wir sagen können, das ist uns wichtig, das ist uns wichtig, das machen wir nicht. Oftmals passieren diese Dinge nicht unbedingt conscious, bewusst. Sie passieren auch unbewusst. Aber wenn wir sie uns bewusst machen, in der Beziehung, wird das Leben viel, viel leichter. Und natürlich, manchmal kommen wir auch mit Menschen zusammen oder manchmal entstehen Beziehungen mit Menschen, die ganz anders sind als wir. Macht das Leben spannend. Aber da ist viel, viel Verhandlung notwendig. Viele Kompromisse. Also wenn wir diese Werte für uns definieren, auch in einer Beziehung, kann das Leben leichter, viel, viel leichter werden. And of course, once we have set the basement of our home building, and then we can start to develop that. But it needs to make a decision to begin. Und wenn wir also die Grundlage, das Fundament unserer Beziehung gebaut haben, dann können wir anfangen, darauf zu bauen. For us, the most important power and value in this close environment in the IU is, of course, the Moonlight. Yeah. Und in dieser Tradition und vor allem eben auch in dieser Gemeinschaft, in diesem IU, in dieser Familie,
In dieser Tradition ist das Munai der wichtigste Wert. Then there was one question about the Munai. How can you develop your own Munai? Wie kann man das Munai oder vielleicht auch sein eigenes Munai entwickeln? Well, in our tradition, we have a number of practices related with Munai. Okay, the most simple one is to start to move energy with a number of people or with one single person. And when you start to share energy with one person at least, this is going to start to fine-tune you in the energy and the quality of the Munai. Okay, so in this case, it's more than a philosophical work what we do. It's a matter of energy work. As you know, the Kausai Puri, the Andean tradition, is based in the driving of the energies. So how we start to build Munai from scratch, we just hold hands with somebody and we start looking to each other in the eyes to drive the energy and move it around our arms. Many of you have done that before with us. Also, wir haben viele Übungen. Es gibt viele Übungen, die in der Tradition, die dir zeigen können, wie du Munai machst. Aber im allerersten Schritt geht es darum, dass wir unsere Energie mit der Energie mindestens eines anderen Menschen oder einer ganzen Gruppe im besten Fall erstmal harmonisieren, einschwingen. Das ist das Schöne an dieser Tradition. Es geht nicht um etwas Philosophisches. Das ist etwas Handfestes in dem Sinne, dass du es fühlen, spüren, selbst erleben kannst. Wir beginnen unser Munai und das Training in Munai immer, indem wir zuerst mal die Energie mit einer anderen Person harmonisieren, es dann größer machen. Wir gucken uns in die Augen, wir nehmen uns an der Hand und dann beginnen wir die Energie ins Fließen zu bringen. If this is still a bit too blurry for you, because Westerns, we are not so into the energy driving the work, you prefer to relate with something more philosophical, you can look for the teachings of Jesus. Jesus Christ is the master of love. And if you look into his teachings, you are going to find out very powerful tools to be able to develop your Munai, your love and will. Und Ivan sagt, wenn das jetzt so für den einen oder anderen zu philosophisch, vielleicht ein bisschen zu abgehoben klingt, dann empfiehlt er euch, beschäftigt euch mit den Lehren von Jesus. Jesus war der Meister in der Liebe. Folgt seinen Worten und ihr bekommt eine wunderbare Anleitung, um diese Liebe oder auch das Munai zu praktizieren. Okay, and that's how we come out to the world, to the cosmos, which is going to be for us the third environment that we need to live and the third environment where we can and we have to develop ourselves. Und dann kommen wir zu der globalen Ebene, zu der weltweiten Ebene. Das heißt, dann geht es von der Familie, von diesen engen, warmen Beziehungen raus zu all den anderen Menschen um uns herum. Und da ist wieder die Frage, wie können wir das tun? Before I mention that our relationship to the world is called the Panya. And in our tradition, the main tool for the Panya is the Yachai, or the intellectual knowledge, okay? And of course, Westerns, we are masters of knowledge. We are today probably the most developed society and tradition in knowledge. So we can define that as our main tool, the knowledge. How is it spread? The best expression of knowledge in this world is science. When you go out to the big world, you need science on your side. Or big knowledge in any case. Und dann, wenn wir rausgehen in die große weite Welt, sagt Ivan, dann gehen wir dorthin, was wir eingangs sagten über den Inka-Pfad, das ist die rechte Seite. Und das Werkzeug der rechten Seite ist Yachai. Yachai heißt Verstand oder Wissen und Weisheit. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst und in die große weite Welt, dann nutzt dein Verstand, nutzt das ganze Wissen. Und wenn wir über Wissen nachdenken, sind wir ruckzuck bei Wissenschaft. Wir Menschen aus dem Westen, wir sind die Meister der Wissenschaft, wir sind die Meister von Wissen.
Wenn es um Panya, um die rechte Seite geht, dann ist das unsere große Domäne. There are some words that you have been hearing a lot during these days, like viruses, and social distancing, and quarantine, and isolation, right? How do we know that this is the right thing to do? Through science, through knowledge. And only you can trust in the knowledge when you want to go out. I can go out to the street wearing a mask today because through that, I know I'm safe. Who teach me that? Science and biology, right? Also die ganzen Dinge, die wir heute so erleben, sagt er, die da draußen in der Welt abspielen, die können wir mit Wissenschaft viel, viel besser oder einfacher lösen. Wenn ich heute rausgehe, ziehe ich eine Maske an. Warum? Nun gut, weil es Wissenschaft gibt, weil es Biologie gibt, die mir sagt, du kannst gewisse Dinge tun, um dich in dieser großen Welt besser zurechtzufinden. How can I trust a big plane when I'm going to cross the ocean on it? In it. Okay? Because it is a piece of technology which was made through science, through knowledge. And at this level, at this big scale level, knowledge is the best thing to trust. Wenn wir auf die andere Seite der Welt gehen wollen und wir sitzen in einem Flugzeug, wie können wir diesem Flugzeug trauen? Wie können wir überhaupt dieser ganzen Sache trauen? Durch Wissen, durch Wissenschaft und durch Wissen. Dann, wenn es darum geht, in die weite Welt hinauszugehen, dann ist Wissenschaft für uns der große Schritt und das Werkzeug, um mit der Welt zurechtzukommen und sie uns erklären zu können. Now, so when we go out to do the big things in the big world, it's through knowledge and science that we are going to find the best tools to make it. But this doesn't prevent us to use what we gathered before. Okay, so the big actions and the big things we're going to do in the world, okay, are going to be permeated by the things we learn in the time of the inner world. Because this awareness, this kindness, this compassion and love are going to be useful all across the three levels. Und jetzt, wo wir dann rausgehen in die große, weite Welt, ist es aber nicht so, dass wir das, was wir vorher für uns gelernt haben, unsere Werte, wie wir sie in unsere Familie bringen können, welche Werkzeuge wir lernen, wir vergessen sie nicht. All das hilft uns, in unseren Taten und in unserem Verständnis für die große Welt besser zu werden, mehr erreichen zu können. Of course, if you develop trust and you can go out, you will use trust on the world when you go out to the world. Trust is good, okay? But just trust is not enough. If there is a bad virus flying around on the streets, I just trust and I'm not going to catch it, that's not enough. I need also my knowledge. So I can buy a good N95 mask and wear it and I trust my mask. So my deeper values are going to be spread across the space too in my life. And I'm going to keep me safe and I'm going to keep me in the good path. I'm not going to make good big mistakes. Because I am taking care of every part of myself and taking these tools out. Ivan sagt als Beispiel, schaut mal, wenn ich zum Beispiel meinem Weg folge, wenn ich meine Werte lebe, dann entwickle ich Vertrauen. So, dann habe ich Vertrauen. Jetzt kommt eine Situation, in der ein Virus durch die Welt fliegt. Jetzt kann ich also vor die Haustür gehen, ich gehe in die ganze Welt hinaus und ich habe Vertrauen. Aber wenn ich Vertrauen habe, dass das Virus mich nie erreichen wird, dass ich das alles erleben kann oder durchleben kann, dann ist es aber wahrscheinlich nicht genug, sondern dann brauche ich trotzdem mein Wissen. Ich brauche die Wissenschaft. Dann kann ich mein Equipment kaufen, wie eine gute Maske, einen Filter, was auch immer, um tatsächlich sicher mich in dieser Welt bewegen zu können. Das bedeutet, ich verliere nicht meine Werte. Ich verliere nicht die Dinge, die ich mir erarbeitet habe oder die für mich wichtig sind,
sondern ich nutze noch zusätzliche Dinge, um noch besser durch die Welt laufen zu können. As you can say, we have these three important values, which are Munai, love and will, Yachai, intellectual knowledge, okay, and we have the Yankai, which is the action. So at the end, after searching and taking care of our values and having very strong values within us, we can then go to the loving and go to the action and do it powerfully and safely, okay? Not the other way around, because sometimes just the trust or just the faith, okay, I trust very good Pachamama who's going to take care of me and I go out without my protection, that sometimes is not enough. I will need to have all my powers together to be able to handle my whole life, handle my whole world. That's how it is supposed to be. That's how we were taught to do. Jetzt haben wir die drei großen Werte der Tradition. Wir haben Munai, unsere Gefühle. Wir haben Yachai, unser intellektuelles Wissen oder Wissen, Weisheit. Wir haben Yankai, Tatkraft. Und dann haben wir also unsere Werte und dann können wir herausgehen und können unsere ganzen Gefühle in die Gedanken hineingeben und in unsere Tatkraft hineingeben. Dann können wir die Werte nach außen bringen und können das in alles hineingeben, was uns als Menschen auszeichnet. Aber zuerst brauchen wir die Werte und dann müssen wir sie hineingeben in all das, was, ja, was uns auszeichnet. Aber nicht umgekehrt. Das heißt, wir können Vertrauen haben in die Pachamama, aber wir sollten damit nicht unseren Verstand außen vor lassen. Wir sollten auch nicht Vorsichtsmaßnahmen treffen. Vertrauen ist gut, aber die Verbindung mit unseren Werten und mit dem, was wir uns angeeignet und gewissen und angeeignet haben, was wir wissen, diese Verbindung ist das, wie es laufen, so wie es sein sollte. Zumindest so hat er es von seinen Lehrern gelernt. And then is where we can really see the idea, the reciprocity. Every single action in our life, everything we do is going to affect every single other level. And we are going to naturally and continuously receive a feedback from all these parts of the reality. Okay, from the spirit, you are going to receive the strength, okay, what you need to go out. From the moon that you will give to your people, close and warm to you, you are going to receive a feedback of love, which is also what you need. And from the world, your actions, if they are caring actions, if they are careful actions, are going to give you back in return also care and safety. Okay? That is how the Aini takes care of everything. Because as the traditions say, every single thing in our life can be seen and understood as an act of Aini. Of holy reciprocity. So, und dann kommt Aini, der vierte Wert, den wir ja anfangs hatten. Aini heißt geben und erhalten. Und dann kommt Aini. Und die Tradition sagt ja, du kannst dein ganzes Leben mit Hilfe von Aini erklären. Und alles, was du tust, kommt in diesem Leben verstärkt zurück. Aus der inneren Welt, aus der spirituellen Welt, bekommst du dann eine Kraft und Stärke. Von der sozialen Welt bekommst du Liebe zurück. Und von der großen, weiten Welt, von der globalen Welt, bekommst du dieses sich kümmern oder auch die Sicherheit. Das heißt, dein ganzes Leben zeigt sich am Ende in Aini, nämlich darin, dass alles, was du tust, verstärkt zu dir zurückkommt. Es kommt eine innere Stärke zu dir zurück. Es kommt ganz viel Liebe von deiner Familie zurück und es kommt Sicherheit und sich kümmern von der großen, weiten Welt zu dir zurück. Okay. So, ja, Ivan, when you said about the three environments and the inner world and the social world and the global world are related to the three or four, well, the fourth value is related to everything. But can you relate to the inner world also the Yankai or the Yachai? Yes. Well, those values are, of course, part of the three worlds.
Okay, they are not exclusively in one of them. Yeah. But let's say they are more important in different spaces, one or the other. Okay, so in the big world, the most important one is the Yankai, the action, but it needs to be guided by the Yachai and the Mune. And the Mune is more important in your inner world, but you are going to be doing things. You are going to be taking care of your inner. So the three values are going to be present in every single level, not exclusively one of them, but in bigger, in higher or lower levels. That's the best way to see it. Die Frage war, ob man denn jetzt diesen drei Umgebungen oder den verschiedenen Seiten des Weges wirklich nur eine Kraft oder einen Wert zuordnen kann oder ob die nicht irgendwie alle irgendwo immer ein Teil von sind. Und sagt Elke, ja, sagt Ivan, ja klar. Letztendlich ist es zum Beispiel so, in der großen Welt, wenn wir weltweit rausgehen, dann brauchen wir unsere Tatkraft. Yankai heißt die Tatkraft, das ist der wichtigste Wert. Aber natürlich, wenn du in die Welt rausgehst, brauchst du noch immer dein Yachai, dein Wissen und deine Gefühle. Aber es gibt sowas wie in jeder der drei Welten einen wichtigen Wert, aber die anderen sind immer Teil davon. That's a little bit of the Cosmovision or the understanding of the world that our tradition gives us that we wanted to share with you tonight. Ja, sagt er, und das war jetzt so ein wenig von unserer Tradition, von dem Warmen, von dieser Herzlichkeit, die wir heute Abend mit euch teilen wollten. So, Ivan, can we maybe, there were some questions around the Mune. It seems to be a very interesting area and value and power we have. Maybe I have an idea. Yeah. Because we will look. Okay. Can you look at the watch? Yeah. Ivan, we have so many more questions about the Mune. Yes. Questions are related to Mune. What do you think? Shall we make another interview on Mune? Ah, nice. Yes, that will be nice. You know, it's my favorite topic. Ours too. Of course. You know what? According to the timing, and we are Germans, so we'll try to finish, and you are German too, I know you. So we try to close. I am quite German. So we try to close the things and narrow them within an hour. But you know what? Thank you to the feedback of people. We will take this topic Mune and start another interview on Mune. Ja, jetzt müssen wir das auf Deutsch nochmal sagen. Genau. Okay, also jetzt mache ich das mal. Ich habe gelesen im Chat, da waren einige Fragen, die kamen im Laufe der Zeit über Mune. Also es scheint noch ein großes Interesse an dieser wunderschönen, an diesem wunderschönen Wert der Inka-Tradition und an dieser Technik auch zu sein. Das ist ja tatsächlich eine energetische Technik, die wir nutzen können. Und so wollte ich jetzt eigentlich noch ein paar Fragen rund um Mune stellen, aber Hans Martin hatte dann die tolle Idee, ob wir nicht einfach noch eine separate Session machen, weil das würde vermutlich jetzt sowieso zeitlich nicht mehr erreichen. Und Ivan findet es ganz gut, die Idee, dass wir einfach noch eine weitere Zoom-Session machen, nur zu Mune, denn er sagt, das ist sein Lieblingsthema und ja, unseres ist es irgendwie auch, weil es ist auch etwas ganz Besonderes in dieser Inka-Tradition, muss man sagen, dass die Kraft der Liebe, ja, dass die Liebe als eine Kraft angesehen wird, die unter unserem Willen liegt, also die wir willentlich beeinflussen können und die wir mit unserer eigenen Willenskraft erzeugen können. Wenn wir uns entscheiden, jemanden zu lieben und Liebe zu geben, dann können wir das tun. Und die Inka-Tradition bietet uns die Techniken dazu. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Insofern freue ich mich auch, wenn wir das machen können. Yeah. Ivan, I was just elaborating a little bit on that idea, because I like a lot the idea to have a separate session. And I was saying just that Mune is such a wonderful topic, one of the really fascinating topics of the Inka tradition, because it's the concept of love, considering love as a power, as something that we can produce, as something that we can put under our will, is very special, I think, and it's such a beautiful thing, and it makes very much sense to have a separate session on this. Yeah, I will just have a request for you. Okay. Can we ask everybody to turn on the video so we can see everybody's faces for a moment before saying goodbye?
Ja. Ivan fragt, könnt ihr alle mal, wenn ihr wollt, eure Videokamera anschalten, dass wir nochmal alle, bevor wir uns verabschieden, nochmal von euch allen ein Bild haben können. I know I cannot talk with you with every one of you tonight, but I would like to see you for a moment. And so I would like you to see everyone who will join us tonight. There's a nice crowd. Ja. Das heißt, wir können leider nicht mit euch allen sprechen, aber wir sehen so viele Leute, die wir kennen. Oh, toll. Und ja, von daher nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Wir scrollen jetzt mal so durch die ganzen Bilder durch. Ja. Ja. So beautiful. Great idea, Ivan. Yeah. Great idea. Some of you I know, some of you I don't, but thank you for being with us tonight. Yes. Er sagt, einige von euch kennt er, andere kennt er nicht, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Er freut mich, dass ihr alle heute mit dabei gewesen seid. Genau. Wow. Ja, ihr Lieben, dann sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so tapfer ausgehalten habt. Es sind wieder bis zum Ende fast alle geblieben. So, thank you everybody for joining us tonight. Hardly anybody left the session, so we have been around 80 people the whole evening for more than 1 hour. You're really brave. Thank you so much, Ivan. Thank you so much for this nice interview, for this great conversation, and looking forward to talking to you soon again. All the insights. Yes. Thank you all. Thank you, Ivan. Thank you for having us. Guys, bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye.